Hallo und willkommen zurück bei Starfield. Wir sind in Cydonia angekommen. Und in der letzten Folge gab es da so ein paar Probleme mit der Schattendarstellung und so. Da muss ich jetzt nochmal deutlich darauf hinweisen, dass es doch nicht an der DLSS-Mod gelegen hat. Die funktioniert hervorragend. Es lag daran, ich hatte mir nämlich so ein Technikvideo von Digital Foundry angeschaut und da meinte der Gute, dass man über die Nvidia-Systemsteuerung ruhig an anisotrope Filterung erzwingen kann beim Spiel. Das sorgt dafür, dass nochmal so ein paar Darstellungen in der näheren Entfernung, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen schöner sind. Das hat auch irgendwie anfangs funktioniert, hat dann aber, ihr habt es ja gesehen, in der letzten Folge vieles dunkler gemacht und die Schattendarstellung hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Das habe ich wieder rückgängig gemacht, waren 2 Klicks. Und DLSS konnte drin bleiben. Die Mod funktioniert hervorragend. So, jetzt geht's weiter. Ja, tut mir leid mit der letzten Folge, dass die einfach so dunkel war, stellenweise. Ne, hauptsächlich in Innenräumen hatten wir es gesehen. Das war blöd. Aber jetzt weiß ich, dass ich das nicht machen brauche. So, endlich wieder auf Cydonia. Ich wollte eigentlich Vanguard werden. Dann habe ich gemerkt, dass mir von Weltraumflügen übel wird. Ja, das ist natürlich schlecht, weil ich bin Vanguard, ne? Ich bin Vanguard. Sarah ist kein Vanguard. Wäre vielleicht gern Vanguard, keine Ahnung. So, guck mal hier, das hat sich erhöht. Stunden ohne Unfall 394. Da waren wir doch das letzte Mal deutlich drunter. Ah, sie war auch ganz cool hier. Wenn du es mit der Kopfgeldjagd versuchen willst, sag Bescheid. Bescheid. Ja, wir müssen mal unser Raumschiff testen, ne? Das müssen wir echt mal machen. Er kommt gerade vom Shopping. Schöne Mütze. Das wäre eine Mütze für unseren Superfan. So, wir gehen mal hier. Du bist's. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Wer war er denn? Ich kann mich gar nicht erinnern. Schön, dich wiederzusehen. Meinst du, in deiner Crew gibt es noch Platz für mich? Ich habe leider keine EM-Waffensysteme im Raumschiff. Ich habe leider keine EM-Waffensysteme. Wir haben... die anderen. Wie auch immer. Die meisten Besucher wollen hier schnell wieder weg. Ja, geht eigentlich. Wir haben ja noch viel zu erkunden. Layla faselt schon wieder was vom Herz des Mars. Wann hört die endlich mal damit auf? In den Tiefminen. Da verdient man das ganz, ganz große Geld. Ja, oder wird von irgendeinem Artefakt heimgesucht. Das kann auch passieren. Da wäre ich vorsichtig in Zukunft, wenn ich du wäre. Das geht ganz schnell. So, haben wir denn hier noch irgendwo einen Comic? Nee, bei den Dingern denke ich manchmal so auf den ersten Blick, das wäre ein Comic. So, weil die Verpackung auch so ein bisschen glänzt, aber das sind dann immer nur diese Junk-Teile. Ach, hier, wieder okay. Unser aller Kumpel. Hallo. Phil Hill. Sag, wenn du was brauchst. Gute Arbeit mit den Planetendaten. Schön, dass jemand wie du der Liste unter die Arme greift. Ja. Wir haben doch eigentlich, ihr habt mir jetzt auch geschrieben, dass es tatsächlich noch ein Biom gab auf, oh Gott, wie hieß der Planet, Noris, irgendwas, Neoris, Nerois, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, wo das war, in welchem System. Wir waren noch nicht in so vielen Systemen, da können wir noch mal rumgucken. Da gibt es tatsächlich noch ein Biom an der Meeresgrenze, da kann ich noch mal schauen, um das letzte zu finden. Ich bin noch dran an denen, ja, genau. Mach's gut. Jo, wir hören uns, sehen uns. Können wir denn hier nochmal, finden wir hier noch Leute? Was war mit Andromeda Kepler? Hallo, leistest du mir Gesellschaft? Du siehst aus, als hättest du eine interessante Geschichte zu erzählen. Intuition einer Gelehrten. Außenpostentechnik finde ich gut. Jemand Nettes zu treffen ist immer gut. Was führt dich denn nach Cydonia? Ich suche nach Leute für meine Crew. Ah, du bist ein Captain. Darum beneide ich dich. Ich bin schon seit geraumer Zeit allein unterwegs, um Material für ein Buch zu sammeln. Ich beneide dich um die Gesellschaft deiner Crew auf deinen Reisen durch das Sternenmeer. Hoffentlich war die pechschwarze See gut zu euch. Ja, wenn du Gesellschaft willst, dann nehme ich dich gerne mit. Wirklich? Ich war noch nie Teil einer Crew, aber die Vorstellung reizt mich. Je älter ich werde, desto einsamer scheint die Leere. Bist du bereit zu zahlen? Ich nehme ungern Geld von Freunden, brauche es aber, um ein Schiff im Raumhafen von Cydonia abzustellen. Wir sind keine Freunde, schon okay. Ich revanchiere mich natürlich auch bei dir.
15.000. 15. Ach komm, ich finde den Namen alleine, der ist mega cool. Andromeda Kepler. Dann sind wir uns einig. Jawohl. Danke für das Angebot. Ja, sehr gern. Sehr schön. Könnten wir auf den Mars packen? Punkt. So, sehr schön. Ich muss mit jemandem im Weltraumhafen wegen meines Schiffs reden. Wir sehen uns bald wieder. Jo, sehr schön. Wir sehen uns auf dem Mars, wenn wir dort sind. Und vor allem können wir hier, wir haben noch 71.000 Credits, sehr gut. Ich wollte mal schauen, wir haben doch hier im Frachtraum, ich habe doch die ganzen modularen Rahmen mitgehen lassen. Adaptive Rahmen, meine ich. Genau, es ist nicht so viel wert, aber so ein paar Credits würden bei rumspringen. Und wenn wir die halt später, es gibt ja noch ganz, ganz andere Sachen, die man, warte mal, sortieren war. Moment, wert. Ja, man kann ja noch ganz andere Sachen dann später herstellen, die dann deutlich mehr bringen. Vielleicht auch so nukleare Brennstäbe und sowas, keine Ahnung. Oder, naja, ihr wisst schon was hier. Dann kann man da auch sicherlich noch mal gutes Geld machen. Unglaublich, dass wir immer noch riesige Mineralienvorkommen aus der Erde holen. Cydonia ist gar nicht mal so übel. Ehrliche Arbeit, gute Bezahlung. So, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns, Andromeda. Ich freue mich. Willkommen bei unserer Crew. Logistik-Spezialist. Wenn du jemanden brauchst, ich suche gerade Arbeit. Was macht denn Logistik? Was? Worauf hast du dich spezialisiert? Logistik. Ich optimiere die Frachtkapazität deines Schiffs, damit du mehr transportieren kannst. Ich verlange nicht zu viel, nur einen gerechten Anteil. Okay, und wie viel ist das? 7.000? Auf jeden Fall. Die ich nehme mal mit. Mehr transportieren. Wo soll ich hin? Auf unsere Front hier. Kein Problem, Captain. Jawohl. Willkommen, Frau Logistik-Spezialist. Ach, guck mal, wie viel Fracht haben wir denn jetzt? 4.200. Wir hatten vorher 3.800 oder so, ne? Ey, mega gut. Ha! Stark. Finde ich schön. Schön, dass du da bist. Phil? Alles okay, Gilly. Du wirkst in letzter Zeit etwas abgelenkt. Wegen der Scheidung. Tia, ich hab dir doch gesagt, dass das privat ist. Süße, das weiß sowieso jeder. Stimmt, Gilly. Hey. Wir wissen es. Du hast es nicht gerade sehr gut versteckt. Naja, ja, aber... Ach, was soll's. Ja, stimmt. Es ist hart, aber ich komme schon drüber hinweg. Na also, wie wäre es mit einem Mädelswochenende auf Paradiso, um dich aufzuheitern? Klingt super. Da bin ich sofort dabei. Die Zufriedenheitswerte unter den Arbeitern steigen. Das liegt auch daran, dass wir ihre psychologischen Sorgen ernst nehmen. Ich hatte seit 3 Jahren keinen Urlaub. Dabei ist die Urlaubsregelung von mir. Ich könnte diese Menschen nie zurücklassen. Ihr anhaltender Erfolg ist mein Lebenswerk. Weißt du was? Können wir mit ihr reden? Hallo. Ah, ja. Kenne ich dich? Ich glaube nicht. Nein, ich wollte mich nur unterhalten. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich bin Reik, ich arbeite für Deimos. Nee, ich wollte mich nur unterhalten. Ah, nun ja. Ich bin Leona Hawks, Kontaktperson von Deimos Sternenwerft. Wer mit unserem Büro zu tun hat, hat irgendwann auch mal mit mir zu tun. Wir sehen uns also bestimmt. Was machst du hier? Ich koordiniere zwischen der Deimos-Zentrale und den anderen Divisionen wie der Sternenwerft selbst und der Mining Division hier in Cydonia. Die Deimos Sternenwerft ist ein komplexer Konzern. Die verschiedenen Divisionen haben unterschiedliche Ziele und Prioritäten. Mein Job ist es, sie alle in Einklang zu bringen. Was hat die Deimos Sternenwerft mit den UC zu tun? Die UC beauftragen uns schon seit Jahrzehnten, die gesamte Flotte mit Militärschiffen zu versorgen. Ist auch logisch, dass sie uns vertrauen. Deimos ist der älteste Schiffsfabrikant in den besiedelten Systemen. Viele der wichtigsten Weiterentwicklungen des Graf-Antriebs, seit es die Technologie gibt, stammen von uns. Unsere Kompetenz ist unbestritten.
glaube ich, dass das der älteste Schiffshersteller ist. So sehen die Module nämlich auch aus. Wiedersehen. Okay, wenn es sonst niemand sagt, sag ich es Viele eben. Leute glauben, die Psychologie wäre dann bereit, sind, um frühere emotionale Traumata zu behandeln. Sekunde. Aber sie eignet sich auch zur Prävention. Ja, tja. Ich sage nur, dass ich fertig bin. Wenn du nicht für Demos arbeitest, kann ich dir nicht helfen. Sagen. Okay. Ich wollte jetzt nochmal mit den beiden reden, mit den anderen beiden Damen, aber geht leider nicht. So, und er hat sich schon komplett abgeschossen hier. Verteidigungsspezialist. Ich suche Arbeit. Oh, nice. Ey, der erhöht unseren Schild. Verteidigungssysteme. Ich kann deine Schilde so einstellen, dass deine Feinde nichts Wichtiges beschädigen können. Was kostet mich das? Ich will nicht mehr haben als ein normales Crewmitglied. 7.000, das wird ja mal günstiger. Machen wir. Bist du dabei? Auf jeden Fall. Komm. Brillant. Wo geht's hin? Auf die Frontier 4. Du hast die maximale Anzahl an Zuweisungen von Crewmitgliedern deiner Schiffsbefehlstufe erreicht. Ach so, ich habe zwar noch 2 Plätze frei, aber ist er jetzt mit drauf oder ist er jetzt nicht mit drauf? Ach hier, wir hatten... Ach, Omari Hassan, der hatte auch schon Schildsysteme 3. Ach so... Ah, okay, den kann ich jetzt schon nicht mehr zuweisen. Ich darf nur 3 zuweisen. Ah ja, okay. Gib mir Bescheid, wenn du was für mich zu tun hast. Ah ja, kann ich den auch wieder... Ach so, wir haben schon einen größeren Schild. An Omari habe ich gar nicht gedacht. Ja, wir haben schon einen größeren Schild, ne? Ein bisschen mehr als vorher. So ein Drittel Schild ist mehr dazugekommen. Okay, dann brauche ich den ja doch nicht. Ich habe da gar nicht dran gedacht, dass wir schon einen hatten. Hier, Vasco hat schon mal Schildsysteme 2 Punkte. Ich weiß nicht, ob das aufeinander aufbaut dann. Omari. Sarah hat sogar Botanik. Wenn ich jetzt auf ihn gehe... Oh, kann man die wieder... Ich habe hier nicht, ich kann nur zuweisen, abziehen geht nicht, weil er nicht zugewiesen ist. Sortieren und zum Drücken oder zum Verlassen halten. Ich kann den aber nicht. Müsste ich nochmal mit ihm reden? Wäre es möglich, mich bald irgendwo einzuteilen, Captain? Ich habe nichts Besseres zu tun. Wird man die nicht mehr los, in Anführungsstrichen? Okay, schade. Wieder so ein langer Tag. Ich arbeite zwar muss nicht jeder mit seinen Problemen zu mir kommen. Aber für Probleme ich bin ist Tia zuständig. Irgendwelche interessanten Gerüchte? Jede Menge. Aber wenn ich die jedem neuen Gast sofort auf die Nase binde, erzählt mir nie wieder irgendjemand was. Ich bin diskret. Nur deswegen kann ich den Job seit 45 Jahren machen. Der sieht gerade mal aus wie 40. Gut, gut, weiß. Früh angefangen, komm schon, ich werde auch nichts aus. Nee, okay, dann das respektieren wir. Will ich aber auch hoffen. Boah. Jetzt musst du dir nämlich eine andere Bar suchen, und zwar zackig. Und zackig? Oh. Komm ruhig mal wieder vorbei. Ja, dann können wir uns ja nochmal so toll unterhalten. Geht doch nichts über frische Luftfilter, oder? Die Deimos-Mitarbeiter hier halten mich für... Gut, dann haben wir schon mal neue Crewmitglieder angeheuert. Auch wenn wir den einen jetzt erstmal nicht brauchen, aber wer weiß, später, wenn wir dann nochmal neue Crewmitglieder anstellen oder einstellen können, dann können wir den auf jeden Fall noch zuweisen. So, auch hier, oh, guck mal, oh, es gibt so schöne Aufgaben. Tulliman 2. Die kann ich doch eigentlich einfach mal alle annehmen, oder? Transportiere industrieller Maser... Transport, zerstöre. Vor allem 8.000 gibt es dafür. Kopfgeldbegleichung, da ist alles gut soweit, ne? Ja. Okay. Ich könnte wahrscheinlich auch alle Missionen erstmal annehmen, aber gerade wenn da sowas steht wie transportiere, dann haut es mir wahrscheinlich direkt irgendwas. Ach, da steht verbleibende Zeit 5 Tage. 990 Kilogramm Fracht. Okay. Ja, naja. Okay. Also da kommen wahrscheinlich immer wieder welche rein und auch mal die gleichen so oder dieselben nach und nach.
gut. Ich? Du willst mit mir reden? Oh, Waylon? Parker? Hoffentlich störe ich nicht. Alles okay bei dir? Naja, doch. Ja. Weißt du, ich verletze mich dauernd bei der Arbeit. Nichts Wildes. Hab ein paar Finger und Zehen verloren und so. Und naja, ich muss oft zu Dr. Flynn zur Behandlung. Ich glaube, sie ist schon total genervt von mir. Kann ich auch gut verstehen. Ich will ihr einen Brief schreiben, um mich zu entschuldigen. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich will nicht komisch oder nervig wirken. Das ist aber eine nette Idee. Ich muss aber auch oft zum Doktor. Vielleicht sollten wir auch mal einen Brief schreiben. Achso, ich dachte, wir können ihm jetzt helfen, den Brief zu verfassen. Magst du die Arbeit als Miner? Nein. Oh, war das zu ehrlich? Nee, war gut. Nee. Ich weiß nicht. Der Job ist gut bezahlt, klar, aber auch anstrengend und gefährlich. Ich verletze mich oft. Ich freue mich definitiv darauf, dass mein Vertrag bald ausläuft und ich gehen kann. Aber ich weiß nicht, was ich dann mache. Oh Mann, das ist alles so stressig. Mach's gut. Mach's gut, wir sehen uns. Ach hier, guck mal, jetzt unsere Taschenlampe funktioniert auch wieder. War ja in der letzten Folge auch nicht möglich, die irgendwie zu benutzen. Sehr schön, ja. Freue ich mich. Alles wieder im Lot. Wohndistrikt, da müssen wir mal hin. Wir gehen erstmal hier rein und quatschen nochmal. Wir hatten, das war das mit der Probe, genau. Die Probe, die Terramorph-Probe. Hey, grüß dich, du, der alles ankauft. Mögliche. Frag einfach. Jo. Hey, suchst du was Bestimmtes? Jo. Cool, das machen wir hier. Ja, Manaki ist ganz cool. Der hat auch so ein paar schöne Sachen immer. Hat er auch nochmal ein paar Medipacks, die ich mir einfach mal einverleiben kann. Ja. Sehr gut. Ich kann doch bestimmt auch noch mal ein bisschen was verkaufen. 13.000 Credits hat er, mega gut. Beowulf. Unsere Beowulf, die muss ich mal, das Visier da oben, was da drauf ist, das gefällt mir nicht. Kann ich zwar ein bisschen weiter mit schießen, aber ist nicht so mein Fall. Die sieht halt auch mega geil aus, ne? Die macht nur, gut, die hat eine Feuerrate von 170. Damit. Das olle Vanguard-Ding brauche ich auch nicht. Das ist das Chamäleon-Ding, wenn ich schleiche. Das ist eigentlich ganz geil. Ach komm, wir switchen einfach immer mal durch. Der sieht ja auch mega geil aus. Wie von so einem Insekt, von so einer Ameise oder so. So, jetzt hier aus dem Schiff, da haben wir auch noch ein paar schöne Sachen zu verkaufen. Den Constellation hebe ich mal auf. So, die 132 bringen 400 Credits. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Ein bisschen verkaufe ich trotzdem mal, weil die viel wiegen. Komm, 100 weg. Das Lager ist mit Sicherheit eh wieder voll, wenn wir in... Ach komm, ich hau nochmal 12 weg. Wir sehen uns. Jo, danke fürs Handeln. Wenn du einen Deal einfädeln willst, versuch's bei jemand anderem. Willst du was sagen? Dann also, war nett. Ja, war okay. Wo ist er denn da hinten? Manchmal glaubt man, dass die UC uns hier draußen vergessen haben. Dabei würde es ohne den Mars gar keine UC geben. Hey Doc, wir müssen mal reden. Pass mal auf, Folgendes. Wir waren da neulich auf dem Planeten, auf Tau Ceti. Rechnung erhältst du im... Oh, du willst gar nichts ausliefern. Kommt drauf an. Angeblich arbeitet hier ein Mann namens Walker. Captain Reich Vanguard. Ich brauche Percival Walkers Hilfe. Es geht um eine beunruhigende Entdeckung. Ja, das geht Ihnen jetzt hier erstmal gar nichts an. Arbeitete. Dr. Walker ist schon seit einiger Zeit nicht mehr hier angestellt. Ein Jammer. Wir hatten sehr große Hoffnungen an Percival gesetzt.
Ich habe ihn für medizinische und biologische Beratungen herangezogen. Nicht das, was die Handelsaufsicht normalerweise macht. Aber wir dachten uns, es hätte das Potenzial, eine ganz neue Art von Einnahmen zu generieren. Ich habe jede Menge Eigenkapital in das Vorhaben investiert. Aber nach einem Problem beschloss er zu verschwinden. Ich vermute, die Miner haben ihn versteckt. Dieser Felsen hier hat ziemlich viele Spalten. Aber das ist wahrscheinlich auch am besten so. Mist. Du scheinst kein Interesse daran zu haben, ihn zu finden. Von was für einem Problem reden wir denn? Dr. Walker hat eigene Arzneimittel hergestellt und verkauft. An unsere Kunden. Zum Selbstkostenpreis. Dies war ihm laut Vertrag ausdrücklich untersagt. Daher verlangten wir unseren Anteil am Gewinn und kürzten sein Gehalt. Vielleicht etwas zu stark, aber innerhalb gesetzlicher Rahmen. Dann verschwand er. Er hat seine Pflicht vernachlässigt und seine Schulden nicht bezahlt. Warum haben die Miner ihn versteckt? Sie alle waren Devils. Red Devils. Eine UC Marine-Einheit hier auf dem Mars, die jedoch kurz nach dem Koloniekrieg aufgelöst wurde. Ich vermute, einige von ihnen haben gemeinsam mit Dr. Walker gedient. Im Kampf geschmiedete Bande. Ich kann versuchen, ihn zu finden. Nicht nötig. Die Handelsaufsicht hat kein Interesse daran, derart unzuverlässige Personen zu beschäftigen. Aber wenn du ihn dazu bringen könntest, seine Schulden zu begleichen, wären wir dir zu größtem Dank verpflichtet. Ich verabscheue die Handelsaufsicht. Ist es wirklich nötig, dass wir ihr helfen? Also, die haben den ja auch ziemlich hart rangenommen, ne? Nur weil er da seine selbstgebauten Medikamente vertickt hat. War eigentlich kein Bock, das Geld für die einzutreiben. Sollen sie mal ihre Scheiße schön selber machen. Aber wir können ja sagen, mal sehen. Sag mir einfach, wo er sich zuletzt aufgehalten hat. Und wir können ja mal fragen, wie hoch seine Schulden sind. Willst du sie übernehmen? Kommt drauf die an. Genaue Summe kann ich dir spontan nicht nennen, aber mit den aufgelaufenen Zinsen ist sie durchaus beachtlich. Falls du ihn also finden und dazu bringen könntest, seine Schulden zu begleichen, wären wir dir aufrichtig dankbar. Na, mal sehen. Unglaublich, dass du ihnen hilfst. Was für eine Zeitverschwendung. Ja, pst. Wunderbar. Ich würde einen Besuch im Sixth Circle vorschlagen. Soweit ich weiß, eine Bar auf der untersten Ebene der Stadt. Die Gauner dort dürften wissen, wo sich Percival aufhält. Aber sei vorsichtig. Diese Gruppe ist nicht gerade für ihre Gastfreundschaft bekannt. Okay. Wir haben ja immer noch diesen Cowboy-Hut auf. Sarah, Mensch, den habe ich doch nur gemacht, damit wir wissen, wo wir ihn finden können. Heißt doch nicht, dass wir die Schulden eintreiben. Ja, aber das fand sie jetzt nicht so gut. Waren wir hier drüben schon drin? Warst du schon mal auf Aquila? Die Security-Uniformen da sind richtig, richtig cool. Hier ist nie irgendwas leicht. Es gibt keine ruhigen Tage. Hast du in Cydonia viel Kundschaft? Da würdest du dich wundern. Es gibt auf dem Mars viele gefährliche Jobs. Mining, Militärausbildung, Produktion. Also gibt es manchmal auch Unfälle. Da ist es nur logisch, dass auch viele rekonstruktive Operationen nötig sind, wenn die anderen Ärzte und Chirurgen ihre Arbeit getan haben. Die Arbeit in dieser Enhance-Filiale ist vielleicht nicht so glamourös wie in anderen, für die Patienten aber nicht weniger wichtig. Wie gefällt dir das Leben und die Arbeit auf dem Mars? Ich habe den Job hier angenommen, weil ich dachte, er wäre weniger stressig. Wer braucht denn hier schon plastische Chirurgie, dachte ich mir. Da lag ich gründlich falsch. Es gibt so viele Arbeitsunfälle, dass immer etwas zu tun ist. Narben behandeln, Prothesen anpassen und mehr. Ich will weiter für Enhance arbeiten. Aber bis meine Versetzung genehmigt wird und ein Ersatz gefunden ist, sitze ich wohl hier fest.
Rekonstruktive Chirurgie ist sehr wichtig und kann noch viel erfüllender sein. Ja, wenn die Leute vorsichtiger wären, bräuchten sie nicht so viele rekonstruktive Eingriffe. Die andere Leute andere vorlieben. Ja, das Erste. Ah, du hast vermutlich recht. Letztlich helfe ich jemandem, möglichst gut auszusehen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Klar, machen wir uns an die Arbeit. Ich brauche 2 neue Arme und 2 neue Beine, zusätzlich zu denen, die ich schon habe. Das wäre cool. Ja, Michael, kann man sich nochmal anpassen. Ne? Das hatten wir schon mal in New Atlantis gesehen. Da bin ich dann zwar nicht rein ins Menü. Aber ich wollte nochmal gucken. Ich hatte ja neulich irgendwann mal gemeint, wir können ruhig im Laufe der Zeit, wenn das irgendwie geht, gern einfach... Was ist denn Hautästhetik? Ja, ruhig so ein paar Narben oder sowas hinzufügen. Oder uns ein bisschen alternder machen. Hier Narben. 5? Ja, da ist ja die eine da. Die hatte ich am Anfang gar nicht gesehen. Über den Lippen. Über der Nase. Können wir ja immer mal tauschen, oder? Einfach mal was Neues. Wir haben ja auch was erlebt. Hier eine Verbrennung oder was. So ein bisschen... Verätzung. Oh. So, warte mal. Oh ja, hier. Da können wir sagen, das war der Terramorph. So, den Rest müssen wir natürlich lassen. Lippenstift. Sorry, nee. Kann ich nicht bringen. Lidschatten auch eher weniger. Schmutz. Ja, so ein bisschen dreckig. Da kommt so ein bisschen Dreck noch dazu. Genau. Bestätigen. Ja. Sehr gut. Herzlichen Alles Dank. Alles Gute. So sehen wir jetzt auch so aus. Ja. Ein bisschen dreckiger, ein bisschen vernarbt. Wir haben ja auch einiges erlebt. Stark. Wir kommen irgendwann vielleicht mal wieder. Danke fürs Hinzufügen der Narbe. So, aber ich möchte auch mal, den haben wir jetzt lang genug aufgehabt, unseren Helm. Trident Luxury Lines. Warum habe ich denn nur so Lederhüte? Wir nehmen mal den. Müssen wir mal wieder welche mitgehen lassen, wenn wir welche finden. Reliant Medical. Habe ich nicht auch noch? Oder liegt sogar einer? Irgendwelche Krankheiten habe ich gerade nicht. Okay. Guten Tag. Falls du mal medizinische Hilfe brauchst, komm ruhig jederzeit vorbei. Howdy. Ja, howdy. Lass mich raten. Du hast dir bei der Arbeit mit einem Cutter aus Versehen den Daumen abgesäbelt und ich soll ihn wieder anbringen? Wir sind doch nicht Weilen oder Waylon oder wie der hieß. Nein, siehst du, Daumen ist noch dran. Puh, ein Glück. Was ist es dann? Ein anderer Arbeitsunfall? Zermalmte Zehen, eine fiese Schürfwunde, Erfrierungen? Entschuldige. Ich gehe meistens vom Schlimmsten aus, weil fast alle meine Patienten wegen absolut vermeidbaren Unfällen kommen. Ich weiß, Leuten zu helfen ist mein Job und ich mag ihn, aber ein bisschen vorsichtiger könnten sie in den Minen schon sein. Ich bin Dr. Flynn. Was kann ich für dich tun? Ist ja wie bei uns auf Arbeit, wenn die Leute sich zu Hause verletzt haben, im Garten oder wo auch immer und oft ist dann wirklich der Satz so dabei, ich wollte nur mal schnell irgendwas machen halt, ne? Und dann passiert's. Gehen auch gerne mal Finger und Daumen bei drauf, haben wir auch jede Woche. Ist alles in Ordnung? Dich scheint irgendetwas zu nerven. Wenn es hier so übel ist, warum machst du dann nicht woanders eine Praxis auf? Was meinst du, warum es hier so viele Unfälle gibt? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich habe einige Theorien. Die Ausrüstung soll nicht in bestem Zustand sein. Das ist sicher ein Faktor. Aber ich weiß auch, dass unter den Minern große Konkurrenz herrschen kann. Weil ihre Boni davon abhängen, wie sehr sie ihre Quoten übertreffen.
Was dazu führt, dass manche Dummköpfe sämtliche Sicherheitsvorkehrungen einfach außer Acht lassen und alles tun, um ein klein wenig mehr Ertrag rauszuquetschen. Es ist alles ein einziger Mist. So, wenn es dir so übel ist, warum machst du dann nicht woanders eine Praxis auf? Weißt du, das sage ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Irgendwann höre ich mal auf mich und mache eine Praxis auf einer schönen, sicheren Welt auf. Heirate vielleicht jemanden. Ich wäre deutlich glücklicher. Aber ehrlich gesagt ist die Bezahlung hier herausragend und die ganzen Idioten beschäftigen mich gut. Vielleicht kann ich stattdessen früh in Rente gehen. Diese Idioten liegen hinter Ihnen. Ich warte einfach. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin auch einer von denen. Ist alles in Ordnung? Dich scheint irgendetwas zu nerven. Scheiße, mache ich etwa echt den Eindruck? Naja, bin wohl einfach von der Arbeit genervt. Auf dem blöden Planeten hält sich einfach keiner an einfachste Sicherheitsregeln. Ständig heißt es, Dr. Flynn, mein Arm ist ab oder ich habe Erfrierungen. Wenn du dir vielleicht mal die Zeit nehmen würdest, dich vernünftig anzuziehen, würdest du nicht deine Finger verlieren, du Idiot. Entschuldige, aber ich würde einfach gerne mal einen grippalen Infekt behandeln, statt immer nur grauenhafte, aber vermeidbare Unfälle. Eieiei. Klar, sieh dich einfach um, was ich habe. Na dann. Bleib gesund. Ja, viel Spaß noch. Ja, was? Hallo. Gott, so eine abgespeckte Tastatur ohne Numpad, das geht nicht. So, da runter müssen wir. Was haben wir hier noch? Exchange? Ah, ja. Tachchen. Hallo. Ich habe ein bisschen was von allen. Hallo, willkommen beim UC Exchange. Die allerbeste Ware direkt von den United Colonies für die wunderbaren Soldaten, Arbeiter und Bürger der UC. Männlich, weiblich und divers. Ich habe ein wenig hiervon, ein wenig davon und vielleicht auch ein wenig von Dingen, die man in einem UC-Shop nicht erwartet. Hm? Aber nur, weil ich versuche, alle Leute hier zu versorgen. Also bitte, sieh dich um und sag, was ich für dich tun kann, Freundo. Freundo? Ich will nicht unhöflich sein, aber wo kommst du her? Bekommst du alle deine Waren direkt von den UC? Die UC, meine Arbeitgeber, die versuchen mich gut zu versorgen. Aber andere Planeten brauchen mehr, also müssen wir mit dem zurechtkommen, was da ist. Aber ich habe auch andere Wege, an Ware zu kommen. Oh ja. Ein bisschen dies und ein bisschen das, von hier und von da, und so sorge ich für dich und mich. Verstehst du? Verstehe. Es muss anstrengend sein, alleine diesen ganzen Laden zu führen. Oh, Freund, du hast ja keine Ahnung. Ich verkaufe nämlich nicht nur Waren für die United Colonies, ich muss auch Lieferungen entgegennehmen, Regale einräumen, Inventur machen. Gerade jetzt erwarte ich eine große Lieferung. Laut Tracking ist sie hier. Sie ist aber nicht hier. Oder siehst du sie? Das Schiff ist in der Marswüste, nicht da, wo es sein soll. Der Schiffsservice sagt, sie können es suchen, aber sie trödeln. Und ich brauche meine Ware schnell. Okay, ich könnte es mich für dich ansehen. Könntest mir für dich ansehen. Du? Das könntest du, ja. Genau das hatte ich gehofft. Wenn du dahin gehst, wo das Schiff zuletzt gesehen wurde, kannst du herausfinden, was passiert ist. Erledige an Bord alles, was da nicht sein sollte. Piraten, Killerroboter, Thermoparasiten, was auch immer. Und geh sicher, dass in den Kisten alles ganz ist. Dann komm wieder, damit ich jemanden schicken kann, um die Lieferung zu bergen. Kinderspiel, wie man so schön sagt. Keine Eile, aber naja, doch. Je schneller du, mein Schiff, sieh dich um. Cool, neue Aufgabe bekommen. Sehr schön. Die haben immer nur einfache Waffen, oder? Haben die auch mal seltene Waffen? Was, 129? Was ist eine Schrotflinte? Alter. Die gefällt mir.
40 Meter Distanz. Mhm. Ja, nicht schlecht. Granaten nehme ich alle mal mit. Minen jetzt nicht so unbedingt, da ich habe noch... Na doch, ich habe schon mal Minen benutzt. Der hat auch Beryllium, ja. Das hatten wir neulich mal gebraucht. Oh, der hat sehr viel. Der hat ja fast alles an Ressourcen da. Das ist schon geil. Und ein paar Dietriche. Ach komm, die kosten nichts. Ich nehme die mal mit. Wir haben zwar noch viele. Über 30 oder so. Oh. Der sieht auch ganz cool aus. Na gut, dann vielen Dank. Ich habe noch nicht im Schiff nachgesehen. Ja, nee, okay. Hast du irgendwelche besonders guten Angebote? Ob ich gute Angebote habe? Freundo, ich habe nur gute Angebote. Meine Preise werden zwar von UC-Bürokraten viele Welten entfernt festgelegt, aber ich bin da kreativ. Ich kaufe zum Beispiel Sachen, arbeite sie auf und verkaufe sie weiter. Bring mir was, dann kriegst du Credits. Das machen wir. Achso, seht ihr, ich wollte mal gucken. Zur Erinnerung. Der hat auch 8000 Credits. Also bei dem könnte ich auch immer schön was verkaufen. Wieso habe ich denn noch die Helme im Raumschiff? Habe ich vorhin doch nicht alles verkauft, ne? Ach, hier im Raumschiff habe ich noch ein paar Cappies. Ja, okay. Noch 3 Splittergranaten. Na, wo kommst du her? Ah, ja, man hört's mir an, oder? Das werde ich manchmal gefragt. Ist aber kein Problem. Ich habe ab der frühesten Kindheit fast mein ganzes Leben in den Sternen verbracht. Auf verschiedenen Schiffen. Und dabei viele Sprachen gelernt. Deswegen klinge ich für manche Leute ein wenig komisch. Aber das ist einfach der Preis dafür, dass ich so viele Sprachen beherrsche. Gut, bis später, Freund. Hey, bis später dann, okay? Ja, bis später. Kümmern wir uns drum, gucken wir uns an die Sache mit dem verschwundenen Schiff. Geht's denn da hoch? Huch. Hier stehen nur irgendwelche Generatoren rum. So, dann gehen wir mal da runter. Achso, der will mich direkt da reinpacken. Ja, okay, machen wir. Hier hatten wir uns ja neulich schon mal umgeschaut, ne? Und da meinte ich dann beim nächsten Mal, wenn wir hier sind, gucken wir uns eh mal hier weiter um. Hier gibt es ja noch ein paar andere Sachen. Und da müssen wir jetzt sowieso hin. Das trifft sich gut. P2. Achso, das ist hier unten nur... Okay. Du siehst nicht gut aus. Vielleicht gehst du lieber zu Reliant. Dr. Flynn hilft dir sicher. Boah, geht schon. Doch, hier waren wir schon mal drin. Das Broken Spear ist oben. Lass dich da vorlaufen. Hier haben nur Devils-Veteranen und Co. Zutritt. Bleib locker, ich bin von der Vanguard. Angeblich weißt du, wo Percival Walker ist. Puh, Adrian Sennen schickt mich. Ich suche nach einem gewissen Walker. Wenn ich gerne mit Schwachmaten trinke, darf ich dann bleiben? ich nehme mal das zweite. Hadrian Sennen schickt mich. Doc Walker? Tja, da bist du auf dem Holz. Andy, du da. Warum sagst du mir nicht einfach, was jemand wie du von... Die Red Devils sind kein normales Kneipenpublikum. Man sieht es in ihren Augen. Wir gehören hier nicht her. Ja, vielleicht nehmen die alle zu viel Spice zu sich oder so. Dachchen. So oft kommen keine Topsider in meine Bar und behaupten, Leute zu kennen. Was willst du von Dr. Walker? Ich bin für die Vanguard hier. Ja. Ich überbringe was im Namen von Hadrian Sennen. Ich kann beweisen, dass sie mich geschickt hat. Ja, das nehmen wir. Das mit den Terrormorphs geht hier keinem was an.
Wirklich? Wirklich? Falls das eine Fälschung ist, dann eine verdammt gute. Ja, ich habe okay. Fälschen auf 100. Vielleicht hat sie dich geschickt. Oder du weißt, wo man Fälschungen kriegt. Aber selbst wenn ich dir helfen würde, den Kontakt zu Dr. Walker herzustellen, hat er sich nicht ohne Grund rar gemacht. Seine Schulden bei der Aufsicht. Aber falls die jemand begleichen würde, müsste Percival sich nicht mehr verstecken. Diese Person würde bestimmt zu einem Freund von Percival und den anderen Devils werden. Und Freunden helfe ich immer gern. Diese verdammten Schulden, die er da angehäuft hat. Du und Percival, ihr wart beide Red Devils? Kannst du mir was darüber erzählen? Die Red Devils waren die heftigste Marineeinheit der UC Navy. Um reinzukommen, musste man mindestens einmal als Dusty gearbeitet haben. Das hat uns abgehärtet. Deswegen haben wir uns um die UC Xeno-Waffen gekümmert. Keine andere Einheit konnte diesem Druck standhalten. Percival war aber kein einfacher Soldat, sondern Wissenschaftsoffizier. Hat dafür gesorgt, dass sich die Monster bei uns benahmen und bei allen anderen nicht. Aber genau diese Monster haben uns das Genick gebrochen. Als der Sperrvertrag in Kraft trat, wurde alles auf Eis gelegt, was mit Xenowaffen zu tun hatte. Auch die Red Devils. Die sind nur noch eine Erinnerung. Aha, ja, ja, die gehören ja alle zusammen mit zu diesen Xenowaffen. Du hast damit gearbeitet? Ich? Nee, war bei der Infanterie. Aber meine Soldaten wurden mit denen eingesetzt. Sowas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Monster aus den finstersten Winkeln der Schwärze wüteten auf dem Schlachtfeld. Kann verstehen, warum das verboten wurde. Der Sperrvertrag hat uns am meisten wehgetan, aber nicht alles, was dadurch entstand, war schlecht. Und wie soll ich deiner Meinung nach Percivals Namen reinwaschen? Ja gut, die Schulden, aber ich würde gerne wissen, wie viel das ist. Nun, der direkteste Ansatz wäre, einfach bei der Aufsicht reinzuspazieren und die Schulden gleich zu begleichen, falls du Credits hast, die du nicht brauchst. Angeblich speichert die Aufsicht ihre gesamten Unterlagen und Inkasso-Dateien auf einem zentralen Server in ihrem Lagerraum. Aha. Wenn da jemand einbrechen und Percivals Schulden auf, sagen wir mal, ein paar akzeptable 100 Credits anpassen würde, könnte ich die Kosten gerne übernehmen. So eine Anpassung wäre illegal. Diesen Weg sollten wir lieber nicht gehen. Und unter uns Freunden von Hadrian, in Saldonia gibt es jede Menge alter Wartungsbereiche. Würde mich nicht wundern, wenn einer davon direkt in den Lagerraum der Aufsicht führt. Zum Beispiel mit einem Eingang hinter dem Broken Spear. Die brauchst du dann auch noch. 5 Digi-Dietriche. Okay, ja, mal sehen, ob ich die Schulden begleichen kann. Ich freue mich schon auf die gute Nachricht. Ja. Hey, du! Möglicher Freund von Hadrian. Komm her! Na, okay. Sie sind? Hab gehört, wie du mit Lou geredet hast. Du hilfst also Dr. Walker? Warum? Weißt du, wo ich ihn finden kann? Oh, nein. Ich habe eine Vermutung. Aber du willst Percival doch helfen, oder? Ich werde es versuchen. Na gut, gut. Percival ist ein guter. Pass auf. Ich weiß, wie du das hinkriegst, ohne irgendwo einbrechen zu müssen. Wässriger Hämatit. Der Mars ist voll davon. Die Leute halten ihn für Müll. Aber Percival und ich haben an Projekten in den Tiefminen gearbeitet. Zumindest als er noch nicht für die Handelsaufsicht geschuftet hat. Aber wir wissen, wie man ihn nutzbar macht. Und profitabel. Wenn du Oktay bei der Aufsicht unsere Forschung gibst, müsste das Percivals Schulden mehr als begleichen. Der sucht immer nach Vorteilen für sich. Mhm. Okay. Das klingt wirklich nicht verkehrt, ne? Entschuldigung, wer bist du? Oh, ich bin Cambridge. Ich war Percivals Assistent. Oder eher sein Schüler. Er hat mich angestellt, damit ich ihm bei einem seiner Nebenprojekte helfe. Ich kenne all seine Experimente und ich wusste, dass das hier was Großes war. Ah, okay. Wässriger Hämatit, was ist das?
Hauptsächlich Eisen und Abwasser aus 3 Jahrhunderten. Aber nur Percival kann dir sagen, was da an Spurenelementen und so einem Zeug drin ist. Aber er sammelt sich in der Nähe von Siedlungen an und irgendwas im Marsboden wandelt ihn um. Ah, und wir glauben, dass wir eine neue Verwendung dafür gefunden haben. Ah, okay. Projekte? Habt ihr etwa Camps hergestellt? Nein, 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 nein. Ja, schon, aber medizinische. Ich habe ihm geholfen, das herzustellen, was der Stadt fehlte, und dann haben wir es günstig an die Miner verkauft. Aber die Aufsicht hat davon Wind bekommen und wollte ihren Anteil. Es gibt wohl einen Grund, warum die Aufsicht es noch nicht hat. Ja, klingt ja recht einfach. Ja. Ja, das wäre es auch. Es gibt nur ein Problem. Wir konnten die Forschung nie abschließen. Spacer haben sich eingenistet und uns vertrieben. Oh je, ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Ich auch. Aber wenn du sie beseitigst, kann ich dir zeigen, wie du die Forschung fertigstellst. Dann kannst du sie der Handelsaufsicht geben und die Leute haben wieder Arbeit in den Tiefminen. Es gibt wieder Jobs. Ich werde ein moderner Volksheld und muss nicht mehr auf einem aufgeblasenen Raumanzug schlafen. Das klingt jetzt nicht so verkehrt, die Idee. Was ist mit den Jobs auf dem Mars? Der größte Arbeitgeber auf dem Mars war immer die Deimos Sternenwerft. Aber nach dem Koloniekrieg brauchte man viel weniger Kriegsschiffe. Weniger Schiffe, weniger Mineralien. Und jede Menge Leute, die händeringend nach Arbeit gesucht haben. Okay, ganz schön viel Arbeit, um sich kein Kissen kaufen zu müssen, aber okay. Gut, sag mir einfach, wo die Mine ist. Ja, ja. Der Zugang zu den Tiefminen liegt außerhalb der Stadt. Ist nicht weit. Du musst wahrscheinlich nicht mal dein Schiff nehmen. Oh. Wir waren beim Hauptbohrer. Wenn du den Spacer-Anführer ausschaltest, dürfte der Rest die Botschaft verstehen und sich verziehen. Melde dich danach über das Kommfeld bei mir. Dann kann ich dir zeigen, wie du die Forschung zu Ende bringst. Hast du kurz Zeit? Okay, machen wir. Mit dir reden. Ja, was gibt's, Sarah? Ich muss eine wichtige persönliche Entscheidung treffen. Aber vorher muss ich mit dir reden. Habe ich was falsch gemacht? Tut mir leid, ich muss mich erst noch um andere Sachen kümmern. Wenn es bei deiner Entscheidung hilft, höre ich gerne zu. Puh, danke. Also, wo soll ich anfangen? Bevor ich beim Navigator Corps war, war ich Berufssoldatin bei der Navy der United Colonies. Als der Koloniekrieg ausbrach, war ich Chefnavigatorin auf einem Kriegsschiff, der Dauntless. Chefnavigatorin? Das klingt doch nicht übel. Naja, ich hatte den Posten nicht lange. Es gab eine besonders blutige Schlacht über einer Welt im Eta-Cassiopeia-System. Das schlimmste Gefecht, das ich je erlebt hatte. Wir haben an dem Tag 12 Schiffe verloren. Auch meines. Warum im System Cassiopeia? Wirtschaftliche Gründe. Mehrere Welten im Cassiopeia-System waren reich an Mineralien. Beide Seiten wollten Raffinerie-Außenposten errichten, um ihren Nachschub zu sichern. Es muss hunderte von Toten gegeben haben. Ich nehme an, die United Colonies haben die Schlacht gewonnen. Es gab auf beiden Seiten hunderte von Toten. In meinen Augen hat überhaupt niemand gewonnen. Lass mich ausreden. So war das doch nicht gemeint. Das Schiff war kaum noch intakt. Der Captain und der erste Offizier waren tot. Ich hatte also den Befehl. Ein kluger Captain hätte der Crew befohlen, das Schiff aufzugeben. Aber ich war so wütend. Ich wollte bleiben. Ich musste kämpfen. Wäre das Risiko nicht eingegangen? Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Dein Schiff konnte noch kämpfen, obwohl es so beschädigt war? Die Dauntless war ein zähes, kleines Schiff. Keine Schilde und ein Leck in der Hülle. Aber noch Energie. Und Waffen. Also bin ich im Gefecht geblieben. Schwerer Fehler. Okay, ich hätte dasselbe getan. Wir kämpfen auch immer, bis das Schiff platzt. Und ich neu laden muss. Das glaube ich dir. Aber es wird noch schlimmer. Wir kämpften stundenlang. Aber schließlich mussten wir das Schiff aufgeben. Ich schickte die Crew ins Rettungsshuttle. Ich sah zu spät, dass es beschädigt war. Ich hörte sie noch über Funk schreien. Dann wurde die Verbindung getrennt. Und ich
Ich musste zusehen, wie sie hilflos auf die Planetenoberfläche zurasten. Ich konnte nichts tun. Eieieiei. Wir nehmen das Erste. Tut mir leid, dass du das erlebt hast. Ich? Tu dir leid? Ja, wäre ich nicht so stur gewesen, so versessen darauf, mich zu beweisen? Hätte meine Crew mehr Zeit gehabt zu entkommen. Hätte. Das klingt nicht, als wäre irgendwas daran ein Fehler gewesen. Deine Crew wusste von Anfang an, worauf sie sich einlässt. Ne? Was haben deine Vorgesetzten zu deinen Entscheidungen gesagt? Interessiert mich eigentlich nicht. Nimm das Erste. Erzähl das mal ihren Hinterbliebenen. Ja, was ist jetzt? Als sich der Staub gelegt hatte, gaben die United Colonies mir eine Medaille. Ist das zu fassen? Ich hatte nie die Gelegenheit, das Wrack zu finden und meine Crew ordentlich zu bestatten. Ja, dann komm, dann lass uns das machen. Die Medaille war bestimmt aus reinem Blut gefertigt. Gib dir nicht die Schuld daran, es war einfach Pech. Du solltest stolz darauf sein, dass du dir eine Medaille verdient hast. Oh nee, ich glaube, das nimmt sie nicht gut auf. Zumindest lebst du noch und kannst ihr Andenken ehren. Wie bist du von der Dauntless gekommen? Ich habe das gesamte Schiff nach Verwundeten abgesucht und dann das andere Rettungsshuttle genommen. Sonst wäre ich gestorben. Die Dauntless ist wenige Minuten später zerbrochen. Gib dir nicht die Schuld daran. Pech. Kommt mir bekannt vor. Du hast mal gesagt, dass niemand außer mir so auf den Fortbestand des Navigator-Corps gedrängt hätte. Tja, in dem Fall hat mein Drängen Leben gekostet. Verstehst du nicht? Alles, was ich tue, alles, was ich anfasse, zerfällt irgendwie. Deswegen habe ich Angst um... Und. Oh, Sarah. Deswegen geht mein Schiff ständig kaputt, weil sie mitfliegt. Es liegt nicht an mir, jetzt habt ihr das offiziell gehört. Keine Sorge, ich bin für dich da. Immer. So leicht wirst du mich nicht los. Nichts könnte meine Meinung über dich ändern. Das wäre alles dreist schön. Ich nehme das Erste. So richtig schön auf die Gefühlsduselei einlassen. Nach allem, was du gehört hast, glaubst du immer noch an mich? Ja, klar. Ich war noch nie jemandem so wichtig. Nicht einmal Aja. Oh. Ich werde niemals aufhören, an dich zu glauben, Sarah. Unsere Freundschaft könnte nie irgendwas im Weg stehen. Wir sind Partner, ich unterstütze dich immer, Sarah. Tja, ich bin dabei, mich in dich... Oh. Hier in dieser abgefuckten Bar? Na, ich weiß ja nicht. Wollen wir es wagen? Ich weiß jetzt auch nicht. Wir hätten neulich schon mal flirten können. Auf Callisto war das. Da hat sie, ich glaube auf Callisto. Auf dem Jupitermond. Kann man auch im Spiel heiraten? Denkst du über etwas nach? Ja, du hast ja keine Ahnung. Noch nicht. Kann man auch heiraten, wie bei Skyrim und so? Und Kinder kriegen, die dann auf dem Außenposten arbeiten. Ich nehme jetzt einfach mal das Letzte, weil ich glaube, sie ist dazu bereit. Weißt du, ich habe viel über uns nachgedacht. Über unsere Beziehung. Kommen uns immer näher und näher. Ich habe einstudiert, was ich sagen will, wenn der richtige Moment kommt. Und jetzt ist er da und ich habe alles vergessen. Weißt du, du verdienst nur das Beste. Jemanden, der sich dir voll hingeben kann. Aber ich habe im Moment einfach zu viel Ballast, zu viele Probleme. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich brauche einfach etwas Zeit. Ciao.
müssen wir doch wieder die Taschentücher ins Bett stellen. Scheiße, verdammt. Achtung, dachte, wir können ja endlich mal sparen. Teilchendetonation bevorsteht. Bitte lose Gegenstände sichern, selbst Halt suchen oder sitzen bleiben, sollte es zu unvorhergesehenen Beben kommen. Ich brauche einen Drink. Schade, hier gibt's keine Drinks. Ich muss jetzt was saufen. Ordentliches Glas Wasser. Ah! Sarah explodiert? Nee, schade. Mann, oh, das ging aber mal nach hinten los. Ey, sie hat doch davon angefangen. Direkt. Ich meine, ich bin's gewohnt, Körbe zu kriegen. Noch und nöcher, kann ich euch erzählen. Scheiße. Oh Mann, oh Mann. Oh. No. So. Ach ja, genau. Das wäre die Handelsaufsicht da oben, ne? Oder optional, wir. So. Tötet den Spacer-Boss. In den Tiefminen. Genau das haben wir. Sarah hat mich komplett verwirrt. Genau das habe ich vor. Ich würde gern den Spacer-Boss erledigen. Ach ja, stimmt. Der hat ja gemeint, das ist hier in der Nähe von Cydonia direkt. Okay, cool. Dann können wir doch direkt hin. Ohne, dass wir mit dem Raumschiff nochmal wohin fliegen müssen. Oh Mann, das war vielleicht peinlich. Naja. Dann versuchen wir es zuerst bei Sam. Vielleicht hat der Bock. Mir auch egal. Im Spiel. Muss ich dazu sagen. Tja, das war echt. Also davon muss ich mich jetzt auch erstmal erholen, ne? In-game. Das ist nicht so einfach zu ertragen. Wegzustecken. So, da hinten müssen wir hin. Na dann. Wo steht denn mein Raumschiff? Ah, okay, Glück gehabt, hier oben. So, Vasco, du kommst jetzt erstmal wieder mit. Ich glaube, da braucht jemand mal eine kleine Denkpause. Ich dachte, die geht da voll drauf ein, nach dem, was die uns vorher erzählt hat. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Das werde ich so schnell nicht vergessen, liebe Sarah. Aber unser Schiff finde ich ein bisschen aufgeräumter jetzt. Aber ich möchte gerne demnächst nochmal irgendwann umbauen. Mal gucken. So, dann gehen wir mal in diese Mine und räumen da mal ordentlich auf. Auf dem Weg hin können wir nochmal ein paar Sachen mitnehmen. Nochmal ein bisschen was looten und so. Ah ja, hier haben wir schon alles auf dem Mars. Da hinten knapp 700 Meter. Mann, 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 Mann. So, was gibt's hier so? Blei. Ich glaube, Blei haben wir genug, oder? Blei habe ich doch schon so oft mitgenommen. Wasser stellen wir selber her, bauen wir selber ab. Weiß gar nicht, was gab es denn noch? Wasser? Blei, das wässrige Hämatit, haben die erzählt. Genau, dieses Chlorgedöns, was wir ja auch selber abbauen. Und was war das vierte? Ich hab's gar nicht mehr im Kopf. Schön viel Blei, jo. Bin auch mal gespannt, wenn dann die ersten Mods kommen, die sich um neue oder einfach mehr Raumschiffteile kümmern. Oder alleine fürs. Das ist halt so geil, ne? Dass du hier. Dass alleine von Mods noch so viel hinzugefügt werden kann in allen Richtungen. Ist unfassbar. Da bin ich echt gespannt, was die nächsten Jahre oder allein schon die nächsten Monate geht. Wenn sie das Creation Kit veröffentlichen, wie damals bei Skyrim, dann geht's richtig ab. Und die haben ja auch schon gesagt, die Entwickler, die können auch eigene Planeten erstellen, die Modder. Und ich denke, auch da
wird sich alle vieles tun. Also in jedem Aspekt des Spiels wird es mit Sicherheit mega geile Modifikationen geben. In den nächsten Jahren halt. So, da sind sie schon. Jetzt werde ich ja zum Chamäleon, ne? Wenn ich mich hier verstecke. So. Ach hier, guck mal, geil. Oh. Ach so, aber nur wenn ich mich nicht bewege. Das ist ja cool. Ja genau, das Visier, das möchte ich gern weghaben. Weil das für mich ist es kein Sniper-Gewehr, deswegen brauche ich das da nicht unbedingt drauf. Verlassene Mine, jetzt wird hier mal ordentlich aufgeräumt. 20 EP, ne? Also zwei Drittel vom neuen Level haben wir schon. Wenn wir das haben, dann können wir nochmal den Punkt in Außenpostentechnik investieren. Ich versuche mal ganz vorsichtig vorzugehen. Was zur Hölle? Ah, shit. Die hat er sich selber ins Gesicht geschossen. Ach komm. Dachte, er hat gerade nachgeladen. Alter, ey. Also die Granaten, ne? Die kommen so schnell manchmal. Da schon. Okay, lol. Shit, da ist noch einer. Nice. Sarah, du bist im Weg. Sarah! Ich muss immer noch weinen. Geh jetzt weg. Sarah, jetzt geh einen Schritt zur Seite. Ich weiß nicht, ob unsere Instrumente dieser Kälte lange ausgesetzt sein dürfen. Ich weiß, wo die Kälte herkommt. Direkt aus deinem Herzen. Oh, Alter, schon wieder eine... Also, irgendwo finde ich es ganz geil, dass die Granaten... Boah, Alter... Was ist denn hier los? Spacer Abschaum, Level 30. Ah. Guck an, ey. So, schön nochmal von hinten nachgeschossen. Oder so. Räucherlachs. Mal die gröbsten hier oben weg. Forschungslabor? Ne, gerade nicht. Mach mal wieder ein bisschen Licht an. So, da unten müssen wir auch hin. Aber das waren doch mit Sicherheit nicht die letzten Spacer hier, oder? Nicht so schlecht aus. Verdoppelt die Basiskapazität des Magazins. 12 Schuss, 79 Schaden. Physisch. Wow. Okay. Also die hat wirklich Bock auf Granaten hier, ne? Dass man ihr ganzes Lager selber zerlegt hier unten. Viereckige Pizza? Nee. Auf keinen Fall. Ah ja, jetzt geht's erst richtig rein. Okay, cool. Aktuell zumindest nur einen Weg zurück nach oben, von daher
Also ich finde den Weg raus. Ob du das schaffst, na, da bin ich mir nicht so sicher. So. Wildes Rumgeballer. Ah, oh, shit, da ging schon los. Wir sind nicht allein. Nice. Ja, da ist die Entfernung viel zu hoch. Erledigt. Ach, fuck, komm. Alter, keine Chance, dass ich da wegkomme, ey. Was? Komm nur her! Wir sind außer Gefahr. Hinter irgendwas anderes gekrochen. $500 wurden nach Hause zu meinen Eltern geschickt. Ja, toll. Können sich wieder ein schönes Leben machen von unserem verdienten Geld. Oh. Jetzt auf die untere Ebene, da möchte ich aber erstmal noch nicht. Da hinten unten sind die. Herstellung. Gut. Ich bilde mir wohl was ein. Na, komm vor. Sehr gut, Sarah. Sehr gut. Also, okay, für deine Verhältnisse würde ich sagen. Okay. Da müssen wir auch hin. Dann schauen wir erstmal, was wir hier noch so finden können. Da hatte ich doch auch irgendwie so ein, zwei weggeschossen. Hier. Hier noch was? Geht die Tür auf? Nee. Schade. Vielleicht gedacht, man kann so einen Container rein. Das geht nicht. Nice. Sehr schön, die Laserkartuschen. Wenn ich hier irgendwann mal das verbesserte Magazin einbauen kann, dass wir da 30 Schuss mit rumtragen können, ist noch besser. 900 Schuss haben wir jetzt. Wow, die haben ja auch fast alle diese Laserkartuschen fallen gelassen. Ich nehme die trotzdem erstmal weiter. Ich glaube, die macht allgemein ein bisschen mehr Schaden bei den menschlichen Gegnern. Habe ich zumindest jetzt so den Eindruck gehabt. Oh. Noch weiter runter, okay, das geht echt tief rein. Wohl zu den Wohnquartieren der Miner. Wie grauenhaft, sein ganzes Leben unter der Erde zu verbringen. Du bist der Herrscher. Durch
Shit. Keine Chance, ey. Achtung, Granate, ja. Keine Chance, ey. Einer weniger. Ha, du bist oh, nice, sie ist da reingeflogen. Oh, der steht dahinter, oder was? Ah, nee. Huch. Sehr gut. Da sind noch zwei in den Wohnmodulen irgendwo drin. Glaube ich. Nimm! Scheiße! Der macht uns fertig! Feuer! Sehr gut. Okay. Ja, geht doch. Halt, wie sieht der aus? Oh, gut. Nee. Da ist ein Expertenschloss drin, da komme ich leider nicht ran an den letzten Spind. Meister Safe, schade, geht auch nicht. Was für Verwendung für die Herstellung Verwendung finden kann, nehme ich immer mal mit, ne? Oh, ein Credit Stick im Kühlschrank, auch nicht schlecht. Ah ja. Huch. Oh, sorry. Das Gamepad außer Hand gerutscht. Vielleicht auch noch mal ein Comic irgendwo. Ah, Experten-Safe. Da ist gar nichts mehr drin. Der ist schon leer. Toxin, da ist auch ein leerer Safe. Da haben alle so ein bisschen was unter ihrer Pritsche liegen. Okay. Da darf ich nicht vorbei an der lieben Sarah. Der ist auch leer. Einsteiger-Safe. Ja, da können wir mal einsteigen. Das würde passen, aber... So, das würde gehen. $800 nehmen wir mit. Wie viel haben wir gerade? Knapp 64.000. Geht. Terra Brew Becher, Becher bloß. Ist aber, ich komme dann manchmal nicht vorbei, wenn du so nah zu mir kommst. Das ist zwar ganz lieb, dass du dich jetzt hier einschleimen möchtest, aber
Ich brauche noch ein paar Momente. Klopapier falsch rumgehängt. Ach du Scheiße. So, da waren wir schon. Okay, weiter geht's. War hier oben noch was? Oh, Alter, erschreck mich nicht. Sarah. Fitnessstudio. Leitfaden für Chunks Personal. Aha. Kurz nachdem er seinen Durchbruch mit Chunks erzielt hatte, verfasste der Gründer Fred Blombard persönlich ein dreiseitiges Handbuch für Mitarbeiter. Es folgt ein Auszug von Seite 2. Es ist genau wie bei diesem Spruch, der Kunde hat immer recht. Wenn wir hier bei Chunks eins wissen, dann, dass der Kunde niemals recht hat. In diesem Fall ist es nachgewiesenermaßen unmöglich, dass der Kunde recht hat. Er besitzt nämlich gar kein Wissen über unsere hochmodernen Kocheinrichtungen. Und falls er die geheimen Rezepte unserer gesamten köstlichen Chunks-Varianten kennen würde, wären wir alle arbeitslos, ich eingeschlossen. Sei lieber gründlich. Die anderen. Sei lieber gründlich. Brauchst mir keine Befehle zu erteilen. Wir sind noch nicht verheiratet. Noch nicht, Sarah. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Nach der Abfuhr. Ach geil. Erhöht dauerhaft den Schaden durch Schleich. Angrifftreffer um 5% und den Schleichbonus um 1%. Varun-Skriptur war das. Veredelter Space-Tracker-Helm. Gut. Huch. Na dann, weiter geht's. Huch! Scheiß Vieh. Hey. Oh, fuck. Hey. Wässriger Hämatit hängt da rum. Perfekt. Tja, hier kommen wir nicht durch. Vielleicht sollten wir versuchen, über die Höhlen im hinteren Bereich nach unten zu kommen. Was meinst du, wo wir gerade lang gehen, Sarah? Ist das nicht das hier? Wässriger Hämatit hat sogar eine 4. Seltenheitsstufe. Das ist ja interessant. Warum hat es denn hier 2 Stapel gemacht? Das ist exakt das gleiche hier. Eigentlich. Ist das auch bei Ressourcen unter 2 verschiedenen? Ja. 56. Wow, okay. Lass ich mir nicht entgehen. Das packe ich alles ein. Mineralischen Reichtum. Vielleicht würde es sich lohnen, das Gebiet abzusuchen. Hier ist irgendwo so eine kleine Kante, da geht's. Server kloppt sich schon wieder. Ja, mach das mal. Mir klingeln die Ohren. Er brennt.
Ja, die ist hier davor gelandet, deswegen hat die jetzt keinen Schaden großartig gemacht. Das wird böse für dich enden. Deswegen habe ich mich nicht bewegt. Du hast schon gesehen, dass die günstig für uns fliegt. So, da ist er. Oh ja, der haut gut rein. Der hat auch wieder eine schöne Waffe dabei. Probieren. Was haben wir noch? Kontaktgranate? Ach so, das sind die, die direkt, wenn sie einschlagen? Ich nehme mal die. Keine Ahnung, welche da besser ist. Ach geil, die gehen direkt hoch. Das sind auch die, die die Gegner dann manchmal werfen anscheinend. Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven. Nice. Gut, Sarah. Weiter. Da ist er kaputt. 50 EP gab der. Sind aber noch ein paar Gegner irgendwo. Schnapp dir, was nützlich ist. Lass den Rest da. Ja. Auch nicht schlecht. Physisch 50 Schaden. Welche war das jetzt? Die hier. Gegen unsere Beowulf. Die hat eine Feuerrate von 10 mehr. Ja, gut, ein bisschen mehr Magazin. -15% Schaden, während wir auf einem Planeten sind. Gut, das sind 7,5 Schaden weniger, aber immer noch mehr als unser Gewehr. Ich nehme es mal als 5 rein. Das finde ich gerade gar nicht so schlecht. Ja, mal probieren. Ein paar Gegner müssten hier noch rumliegen, rumstehen irgendwo. Ja, da hinten. Gut. Wo denn? Seite war nichts mehr dran. So, einer muss hier noch sein. Hier ist der andere von gerade. Sehr gut. Da unten müssen wir hin, dann machen wir das. Mal, gleich neues Level. Gibt schön was zu looten. Da gucken wir gleich hin. Was ist denn das? Schriften von Varun-Ketzern. Tja. Doch, die können wir mitnehmen.
Die können wir direkt in Cydonia verkaufen. Wir müssen ja nicht mit dem Schiff irgendwo hin. In dem Fall können wir es echt mal mitnehmen. Das ist wieder ein Aufzug, der rausführt aus der Anlage, nehme ich an. Okay, dann nehmen wir den zum Schluss. Machen wir. Die Hämatitprobe an sich haben wir ja schon. Ah ja, geil. Hier können wir nochmal was aufmachen. Ja, das würde gehen. Ich probiere es mal mit dem. Nee. Wobei, doch, das würde gehen. Und dann das hier noch. So, und dann haben wir noch das. Das und das und dann haben wir es. Perfekt. Yes, genau hier wollte ich eh rein. 4.500 Credits. 10 Titan. Nice. Man findet auch langsam immer mehr Credits. Ne? Je höher das Level wird das eigene und je höher die Gegnerlevel, desto besseres Zeug findet man dann ja sowieso. Das wird dann auch mehr wert. Schade. Ein Meister-Safe. Ah ja, guck mal, Tayo. Unser Schiff besteht ja fast daraus. Das können wir mal mitnehmen. Dann haue ich das Teil mal hier rein. Akzeptiert. Leite Analyse ein. Verbindungsanalyse komplett. Erweitere vorhandene Bezeichnung. Ordne zu. Prozess abgeschlossen. Bitte Dokumentation entnehmen. Sehr gut. Hier ist noch ein Raum. Ach ne. Der führt nur hier hinten rum. So. Alles bereit? Gut. Du kannst mit dem Aufzug zurück an die Oberfläche fahren. Im Drescherraum müsste ein Schlüssel liegen, falls die Spacer ihn nicht mitgenommen haben. Ich warte im Circle auf dich. Jo, bis gleich. Sehr gut. Haben wir gefunden. Aufzug war... Hier, ging gerade wieder zu. Haben wir denn hier alles eigentlich oder gab es hier draußen noch was? Es geht schon noch weiter nach hinten. Ja, dann würde ich mir das gerne noch anschauen. Vielleicht steht hier doch noch mal eine Kiste rum. Oder so ein Comic. Schade. Schlüssel erforderlich. Oh, pff. Ah, shit. Ja, gut, keine Ahnung, wo es jetzt hier den Schlüssel gibt. Liegt er ja hier irgendwo rum, aber das... Das ist jetzt nicht so einfach zu finden, würde ich mal behaupten. Vielleicht lag der damit rum, wo wir gerade waren, wo der Aufzug noch drin ist. So, na gut. Pass auf, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wir fahren jetzt mit dem Aufzug wieder hoch.
und geben die Mission ab und dann können wir hoffentlich den Dr. Walker bald mal treffen. Ich fahre schon mal wieder hoch und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ein Loch und du bist erledigt. Naja. Gut, dann war's das für heute und es fehlt auch nur noch ganz wenig fürs nächste Level ab. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, da schickt mich da noch rein. Müssen wir noch mal gucken, warum. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.